mal, das ist Ben. Ich habe ihn reingelegt, damit er im Bild bleibt. Hallo. Hallo. Ben war geflasht vom neuen Intro. Guck mal, hier hüpfen Leute von meinem Kopf rum. Ja, ich lass mich ruhig allein. Ach fuck, jetzt muss ich hier nochmal kurz, eine Sache muss ich noch machen. So, jetzt haut's hin. Kann ich jetzt hier vielleicht sogar hinklicken und dann schreiben? Geht das? Nein, geht nicht. Cool, geht nicht. Aber wenigstens habe ich Stitz gefangen. Und das ist das Allerwichtigste. So, wir haben Stitz. Wir haben ihn. Leute, macht euch keine Sorgen mehr. Wir haben Stitz eingefangen. Und jetzt können wir uns mit Funky Mucke die Fahrgeschäfte angucken. Brauche ich vielleicht einen Wagen? Ah, ich habe sogar einen Wagen. Geil, können wir direkt eine Runde drehen. Hui! 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 Hui, ey! Hui! Ey! Komm an meinen Wagen, ihr Dödel! Mein Wagen! Mann, das ist ja nicht wahr. Jetzt hüpfen hier überall Leute rum. So. Da ist mein Wagen, jetzt haben wir ihn wieder. So, weiter geht's. Erstmal was essen. So, was war denn auf der anderen? Was ist denn gegenüberliegend? Ach, die Schafweide. Wem habt ihr denn das Pferd da geklaut? Wo ist denn ein Pferd? Ich sehe überhaupt kein Pferd. Alter, hier sind ja überall bunte Schafe auch. Da sitzen auch überall Leute, ganz idyllisch. Schön. Guck mal, hier bunte Schafe überall. Da hat einer ein Schaf eingebaut. Nicht nett, aber effektiv. Was steht hier dran? Arschkratzer, Butt Scratcher. Ach so. Arschkratzer! Arschkratzer! Kann man sich hier kaufen. Das ist ein Arschkratzerladen. So, was ist das hier? Die unfassbare, unsichtbare, bärtige Frau. Boah, ist die bärtig! Hoi, 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 hoi. Ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen, weil sie unsichtbar ist, aber... Bitte nicht anfassen. Punkt, Punkt, Punkt. Oder füttern. Ach, ich darf sie. Oder füttern. Füttern darf man. Hier. Die isst ja gar nicht. Da ist sie bald tot. Denn wenn ihr nicht esst, Kinder, dann müsst ihr sterben. So. Sichert hier jemand einen Bug? Oh, eine Achterbahn! Der will mich doch nur locken. Guck mal, der will mich locken, damit ich ihm folge zu seiner attraktiven Attraktion. Kolumbianischer Klatschmohn. Ha? Hä? Rafft einer nicht. Aber hier ist der kolumbianische Klatschmohn. Was ist das? Boah, das sind noch eine Menge Schilder, ne? Richtig mega geil. Hat sau Spaß gemacht. Hui, hui. Ach, das sind alles so User-Kommentare. Wundergeil. Tintenfisch stand im Weg beim Aussteigen. In Lava gefallen. Auch schönes Review. Alles klar, da sind wir mal drin, würde ich sagen. Worum müssen wir denn? Wo müssen wir lang? Hier? Ui! Ah! Boah! Oh! Oh, wir fahren unter die Erde! Alter! Was geht hier ab? Alter, krasse Tour, ey. Kann man auch drauf gehen. Boah! Was geschieht denn hier? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Achso, da geht's wieder hoch. Schon ganz geil, schon ganz geil. Und jetzt fahren wir hier runter wahrscheinlich, ne? Nüt. Cool. Hört auf. So, alle sind hier nur am Sabotieren. Geil, ey. Ich will auch was dran schreiben. Fuck, ich hab zu viel Zeug im Inventar. Tja, dann hat er wohl jetzt eine neue Schere, der gute Mann. So. Ich will auch irgendwo ranschreiben, aber ich will auch so einen tollen Platz, um mein Review zu hinterlassen. Warum hat der Typ nur eine Unterhose an? Ich mach hier hin. Toll. Was schreiben wir denn mal dran? Hui. Das war besser. Okay. Das hat mehr Spaß.
Spaß gemacht als ein Krankenhaus. Dann. Ich muss ja auch noch sagen, wer es war. Aber das, ich glaube, ist egal. Da weiß der User schon, dass ich das war. Weiter geht's. Unsere lustige Fahrt. Wo geht's hier denn hin? Oh, was war das? Hui! Hammer! Wie geil ist das denn? Hui! Ich bin nicht gesprungen. Das war dumm. Das war dumm. Ich hab's versaut. Ich muss nochmal. Alter, was für geile Attraktionen hier gebaut wurden. Man kann hier richtig Spaß haben. Boing. Ich dachte, da kommt gerade jemand, aber die haben die Tür dazu gemacht. Mann, wir laufen uns hier alle gegenseitig im Weg rum. Hui. Jetzt bin ich wieder runtergefallen, weil zu viele Leute da waren. Aber war trotzdem schön. Hat Spaß gemacht. Geil, ey. Super cooles Ding. Anlauf nehmen. Krankenhaus. Ein Spaß für die ganze Familie in jeder Stadt, schreibt jemand. Oh, hier sind Pferde. Bitteschön. Kannst ein Brot essen. Oder hier, ein paar Kekse. Dann ist es fett. Dann kommst du zum Pferdeschlachter. Denn man kann auch Pferde essen. Muss man aber nicht. Kann man nur. So, was steht hier? Ach so. Oh, der Bildschirm ist so weit weg. Passachterbahn. Ach, hier ist noch eine Achterbahn. Oi, oi, oi. Die toppen sich wahrscheinlich alle nur gegenseitig. Dem Roten folgen. Alles klar. Da ist der Rote. In welche Richtung geht's denn los? In die wahrscheinlich. Ja. Geht doch mal weg. Hui. Er kann nicht rausspringen, weil irgendwie verwirrt ihn das. So, jetzt. Oh, durchs Eis. Jetzt sind wir wieder drin in der Kamera. Uiuiui, das verwirrt völlig meine Kameraperspektive, was hier passiert. Wo bin ich? Nein, hört auf! Was soll denn der Quatsch? Oh Mann, Leute, was ist denn das für ein Unfug? Immer dieses Kontraproduktiv. Jetzt hat man meine Lore geklaut. Danke. Du hast meine Lore. Gib her. Ich hau hier nicht ab, bevor der mir meine Lore wiedergibt. Ach, da ist meine Lore. Okay, ich habe ihn umsonst angepöbelt. Können wir haben. So. So. Was, wenn man alles selber fahren muss, schmeißt man nicht so mit Keksen rum? Natürlich, Kekse, mein Gott, die kann man auch mal ruhig zum Spaß wegschmeißen. Alles for the show. Außerdem die Kekse mache ich natürlich nicht. Wer schmeißen mir Leute? Auto. Ach, hier gibt's Autos, oder was? Oder Autoscooter. Ey. Ach, das ist ein Autoscooter. Sehr gut. Ich komme hier raus. Super geil, aber ich will am Rand stehen. Können wir geilere Otzenmucke anmachen, Regie? Haben wir irgendwas richtig Otziges? Hier Tante Hedwig oder so? Ich weiß immer nicht, wie der Song heißt. Das war geil, kann ich hier so ein bisschen abhängen. Aber ich will noch was Otzigeres, ich mache mir was auf YouTube an. Das können wir dann mal anmachen. Hm, muss ja auch schon, muss schon sehr knallen, muss schon sehr otzig sein. Oh, ich weiß es. Wobei eigentlich muss das was sein, was auch immer am Autoscooter läuft. Und GEMA frei, GEMA Schmema. Macht doch nichts, wurden noch nie geclaimed. Wir dürfen alles, wir sind verfickten Rocket Miners. Bitch. Oh ja, hier haben ein paar Leute einen sehr guten Tipp. So, macht ihr kurz hier die Musik aus, dann mache ich mir eigene an.
Regie, mach doch die Musik ganz kurz aus. Und ich. Geil. So. Und ich stehe am Rand vom Autoscooter. Ich bin cool. Vergesst nicht, ich bin cool. Ihr könnt Autoscooter fahren, ich bin zu cool dafür. Hey, Baby. Hier. Nimm ruhig. Kein Stress. Oh, oder ich bin der Typ, der die Autoscooter einparkt, aber ich fahre immer so. Also ich kann nicht drauf sitzen, da bin ich irgendwie kaputt. Ich muss mich immer so draufstellen und festhalten. Ich fahre immer rückwärts. Kann man ruhig mal eskalieren hier im Autoscooter. Okay, so eskaliert man. Los! Verfickt nochmal! Hammergeil. Schon geil, so ein Autoscooter. Ist immer Stimmung. Schade, dass die nicht fahren können, ne? Aber das ist wohl mit Minecraft nicht zu programmieren. So, jetzt muss ich schnell wieder ausmachen, sonst kommt wirklich die GEMA. Ich mache immer meine patentierte GEMA-Pause, in der wir kurz einfach machen und dann wieder weiter geht's! Das Video habe ich schon ganz vergessen, wie Hammer die Video abliefern. Ach geil, man sieht ja auch hier die ganze Zeit noch die Dance-Party. Der Stitz, der Schnoffzack, ne? Okay, einmal müssen wir noch eskalieren. Das sind immer diese Parts in Liedern, wo man nicht weiß, was man macht, wo man auf der Tanzfläche mal einfach so steht. Immer so, an den Sachen zuppelt und sich den Schweiß abwischt und so, ja, ich kann richtig gut tanzen, ich weiß nur gerade mit meinem Körper nichts anzufangen und so. Oder sehr beliebt auch so, weil ich kann es im Stehen nicht mehr, weil die Kamera es nicht hergibt, aber dann einfach so machen. Man tankt Energie, wisst ihr, aber tanzt trotzdem. So, genug der guten Laune. Ab jetzt ist wieder knallharter Minecraft-Ernst angesagt. Nee, nicht. Jetzt ist Ende mit Minecraft-Songerei. Bup, schreiben alle. Hier machen auch schon alle den Sandstorm-Emote. So, aber jetzt geht's weiter. Jetzt ist wieder Minecraft. Macht ihr mir wieder meine befriedliche Musik an? Ich mache auch gerne. Alle Schilder sind leer. Betriebsausfall gezeichnet. Ah, Negger. Oh, geht nicht mehr, oder was? Ich hab die befürchtet, das ging nie. Oh, auch ein schöner Song. Ach, da sind wir eben drin rumgefahren, in dem Fass. Cool. So, weg vom Autoscooter. Wo geht's hier hin? Schiffsschaukel. Alter. Ja, das ist in der Tat ein Schiff. Was steht hier? Behalten Sie Gegenstände und Körperflüssigkeiten bei sich. Alles klar. Ich will hier sitzen. Oh, geht's dahin? Ich will da sitzen. Was ist denn da unter dem Wald? Das ist einfach nur ein dichtes Gebüsch. Ach, hier ist ein Eingang. Eingang. Ein Labyrinth. Toll. Kennt ihr dieses mit dem immer links gehen? Ne, dass ihr aus jedem Labyrinth schneller rauskommt. Ich versuche einfach mal blind rumzurennen in der Hoffnung, dass ich irgendwie mich gleich hier nicht mehr zurechtfinde. Ich drücke noch die Tasten, aber ich sehe nichts. So. Was? Achso, ich dachte schon, ich bin wieder beim Ausgang angekommen. So, wo sind wir? Wo sind wir? Wir können ja meine Taktik beweisen, dass es eigentlich immer geht. Und zwar ist es das Klügste, wenn man nicht weiß, wo man lang muss, einfach immer links abzubiegen. Ist auch knallhart, so. Auch wenn ich weiß, dass es gerade nicht der klügste Weg zwangsläufig ist, aber es ist auf lange Sicht der klügste Weg, immer links zu gehen. Ist alle und was ist, wenn du im Kreis läufst? Das ist, geht nicht, Punkt.
Achso, da musste ich längs. Kann ich nicht längs? Geht's links weiter, links weiter, links weiter, links weiter, links weiter. Links weiter, links weiter, links weiter, links weiter, links. Links, 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 links. Ich kann natürlich nicht so gut links gehen, wenn ich nichts sehe. Links, 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 links. Uiuiui. Ach nee, müssen wir links, aber ist nix. Ah, da müssen wir nicht mehr links, ist der Ausgang. Toll, hat geklappt, super Taktik, wir haben mal was bewiesen. Das ist so ein Quark. Natürlich ist es kein Quark, das ist einfach völlig logisch, dass man immer links geht, dass die Chance erhöht, da rauszukommen, außer man läuft im Kreis. Und das ist natürlich auch jedem klar, dass man jedes fünfte Mal dann einfach rechts abbiegt, man dann nicht Gefahr läuft, dass das passiert. Ist doch nur logisch. Mein Gott, Herr Kongsi im Chat. Kongsi. Oh, fährt das? Nee. Aber es sieht geil aus. Wie hieß er? Power Tower hieß das oder so, ne? Alle sitzen im Power Tower. Oh, hoffentlich fährt da oben eine Bahn drauf lang und dann will ich finden, wo die Bahn fährt. So, weiter geht's. Was ist das hier rechts? Alter, könnte die ganze Sendung nur Attraktionen hier angucken. So, warte. Das war der Eingang. Das ist der Eingang. Oder halt rechts. Achso, weil ich wieder aus dem Eingang rausgegangen bin, oder was? Ja, weil ich dachte, der Eingang ist auch gleichzeitig der Ausgang. Stone Labyrinth hat doch nur einen Eingang und einen Eingang, dachte ich immer. Was ist das hier? Hä? 2, 5, 3, 6, 4, 7? Was? Hab ich nicht. Was ist das? Was soll das sein hier? 4, 7, 3, 6? Ach so! Hier kann man XXO spielen! Hier muss noch jemand gegenspielen. Okay. Na toll, jetzt haben wir natürlich alle gedrückt. Ist das Spiel eigentlich ja schon abgefahren. Ach, das ist aber unfair. Aber geil, ey. Super cool. Respekt an den Erbauer. Richtig cool. Wie bin ich denn da reingeraten? Was ist das denn? Achterbahn von Sherlock. Dem Sherlock... So, in welche Richtung muss ich? Das kann er so genau, ne? Wir fahren mal in die. Tolle Achterbahn. Ich bin richtig glücklich, dass ich damit gefahren bin. Danke, Sherlock. Hat Spaß gemacht. Not. Aber der baut wahrscheinlich noch, ne? Ja, das sieht so aus, ob da noch gebaut wird. Ja, Kinder, das war jetzt nicht unsere allerliebste Aktivität, aber es fängt gut an, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich ist noch eine Menge Arbeit. So, dann sind wir hier einmal in der Runde tatsächlich, können wir da weitergehen, Richtung Sternchen. Denn ich will den Eingang zu der Achterbahn hier finden, die hier oben über alles drüber führt. Das sieht sich... Oh, was ist das denn da? Ein Quidditch-Feld? So. Vielleicht bin ich auch in die falsche Richtung einfach gefahren. Aber ich glaube, die waren noch nicht fertig. So, was ist das? Eine Wasserrutsche! Eine Wasserrutsche! Eine verfickte Wasserrutsche! Nichts drin. Jetzt bräuchte ich natürlich eigentlich ein Boot. Oh, und hier ist ein Boot. Als hätte man es geahnt. Weg mit den Keksen. Wir wollen Boote fahren. Wir wollen Boote fahren. Juhu! Klonk. Oh, alle kaputt gegangen, die Boote. Kollege, du sitzt noch in deinem Boot. Ui! Kann aber richtig rumrandalieren mit dem Stock hier. So, gut. Ich will nämlich ein heiles Boot wieder zurückbringen, wenigstens. Habe ich jetzt überhaupt ein heiles Boot? Nee, habe ich nicht. Vielleicht gebe ich ihm wenigstens eine Lore als Ersatz. Wie mache ich das denn jetzt wieder gut? Ich hab doch nix. Ich gebe ihm die Hälfte von meinem Holz. Kann er neue Boote bauen. Sorry. Was ist das da? Oh, hier. Da ist ein Herz. Aber wir gucken erst, was das ist. Was ist das? Oh, nee, nicht noch ein Labyrinth. Ich will nicht hier noch ein Labyrinth. Nee, das will ich nicht. Dann verlaufe ich mich nur wieder. Was ist das? Mini-Trampolin.
Boing, 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 boing. Jetzt kommen wir hier drauf. Also, das ist so. Warum bin ich gerade so hochgeflogen? Ui. Toll. Schon cool. Boing, doing, doing, doing. Doing, doing, doing. Ui. Ui, juhu. Juhu. Schon cool. Schon cool. So, weiter geht's aber jetzt. Trampolin. Oh. Sehe ich aus wie ein Rapper, ne? Was ist los? Mach dich auf die deutsche Welle gefasst. So, weiter geht's. Tunnel of Love in Bearbeitung bei Fragen. Urawa, hier Urawa. Kannst mein Knüppel haben für deinen Tunnel of Love. Mit den Bohnen, den Raketenbohnen. Hässlich, aber Avantgarde. Lol. Wenn die Regner auf Fano Fan. Lol. In Koloni Lol. Koloni Lol. Die Spaßtransistoren. Lol. Über. Telespiel. Lol. In Kolonial. Kolonial. Einfach mal sein Boot, was ist das? Ach, Arschkratzer gibt's hier wieder. Was ist das denn hier rechts? Streichelzoo. Schranztanz mit ihrem heiteren Musikstück Colonia. Und nun geht's weiter im Programm. Eingang, Streichelzoo. Gibt's ja gar nicht zu streicheln. Doch da! Oh! Oh! Ui! Ich wollte's doch nur streicheln. Die Songs sind so großartig, ne? Was ist das? Mann, das ging ans Herz. Wenn ihr glaubt, das war schon alles, dann legen wir mit der nächsten Nummer noch eine Schippe drauf. So, ich muss mal kurz auf mein Handy gucken. Da hat mir jemand geschrieben. Ich warte nämlich auf Nachricht. Eisklotz. Hat er das gebaut? Lux Japp. Nikolais Zwei-Ebenen-Ehrgarten mit Einrichtung von Twaxo. Ach Mann, aber ich will doch nicht in noch einen Ehrgarten. Hallo. Das war ein Tag. Irgendwo sind Zombies. Soulmeister von The Balls. Wir mal gehen. Aber auch ein langer Tag. Haben wir viel geschafft heute. Wie gesagt, wir haben heute auch, Alvin und ich haben uns überlegt, was alles in Beards passiert. I'll forget nothing and I'll spoiler nothing. Wir gehen, but we'll go to the Woodcastle. Woodcastle, hieß nicht immer so ein Typ so? Woodcastle? Das? Und wieder bricht ein Tag in Ian's Castle an. Und wieder werden die Abwehranlagen der Fürsten der Eindringlinge abwehren. Sein Gegner ist General Budi. Täglich kommen Freiwillige, um mit ihrem Boot zu erobern. Wie, das ist jetzt das Budis Burg hier? Ian's Burg? Wahrscheinlich ist das für ein größeres Spiel gedacht und wir kommen jetzt nur hier nicht durch. Ist gerade nicht, wir haben es noch nicht vorbereitet. Hier geht's los. Das ist der Sound Dance Blue. Oi. Die Jizzy Pants machen L-A-U-N-E. Und jetzt dreht nochmal voll auf. Oh, das fängt ja toll an, gleich runtergeplumpst. Oh Gott, ob ich das überhaupt schaffe? Jetzt bin ich ja nicht mal an meinem eigenen Laptop. Fuck. Vielleicht muss man es einfach schneller. Muss ich sofort trauen. Und zack. Oh nee. Komm, ich höre Michael Petrescu rumschreien. Ja, ich bin der beste Chef der Welt. Ich brüll nie rum. Ich schaff's einfach. Verdammter Schwein! Rocket Beans, ja. Da bleibt so. Kann ich hier irgendwo bescheißen? Wird's auch mit dem nächsten Hit. Ja, haben wir geschafft. Was ist jetzt? Wabenkammer, finde hinaus. Och nö. So. Ah, eine Spinne! Ah, eine Hexe! Mach auf! Wie ist die Tür verbuggt? Da komme ich nicht durch.
Ah, ein Zombie! Die sind alle zu, die Türen. Das ist der Trick. Easy, haben wir rausgefunden. Überhaupt kein Problem. Was jetzt? Einschalten. Wartungsraum. Achso. Wo schalte ich denn ein? Achso, ist jetzt eingeschaltet. Ach, der Herr der Anlage ist auch dabei. Uiuiui, war ganz schön schwierig hier. Oh. Wie soll ich das schaffen? Okay. Oh, nicht. Nein! Oh, ich bin so dumm. Naja, okay. Dann hätten wir hier weiter. Ich will jetzt nicht zu viel Zeit. So großartig das hier auch ist, es dauert sonst alles zu lange. Ach Gott, ich komme überhaupt nicht weiter, wenn ich es nicht schaffe. Na gut, erstmal noch ein Brot essen. Hä? Ach, mein Spiel ist abgeschmiert. Ach Mann. Gib mir mal eine Sekunde. Das ist natürlich jetzt super doof. Dann ist ja auch Stitz wieder weg. Dann müssen wir Stitz wieder einfangen. Und Stitz einfangen ist ja immer ein bisschen schwierig. Gamescom sein. Ach, Gamescom, das war schön. Es hat so viel Spaß gemacht, da alle zu treffen. Und XMG-Party war auch der Knaller. Telespiele, lol. So, Stitz, du siehst, wo ich bin? Das ist meine Aussicht, Stitz. That's what you get. Viel Glück. Ich muss jetzt das hier eben schaffen, Stitz. Uiuiui. Jetzt mache ich mit Tempo hier. Oh, fuck, da war noch einer. Uiuiui. Ui, ui. Wo kann man denn überhaupt noch anhalten jetzt? Nö, nicht. Nicht schubsen. Nicht schubsen. Da kann ich nicht anhalten. Hahaha, ich lass mich einfach nicht schubsen. Boah, das ist aber schwierig jetzt. Kommt da einer? Nee, wenn ich hier rüber schaffe, kann ich. So. Oh, fuck. Auch jetzt will ich aber hier rüber. Kann ich nicht hier einen Klotz hinsetzen? Oh, danke. Was nett. Hier, das ist er. Der Raumring hat mir geholfen. Und jetzt? Das ist jetzt so, hier hat man gewonnen, oder was? Oh nein. Oh Gott, ein unsichtbares Labyrinth. Richtig? Ja. Denk dran, immer links gehen. Geht nicht. Wo ist denn der Ausgang überhaupt? Wo will ich überhaupt hin? Gott, das ist ja grässlich. Ich bin hier gefangen. Ich hätte nie rauskommen. Gott, das ist ja grauenvoll. Nee, also ich bin hier auf ewig gefangen, das war's wohl. Okay, wo will ich überhaupt hin? Da hinten zu der Leiter oder was? Boah, ist das tricky. Werbung. Okay, während die Werbung ist, kann ich versuchen, hier rauszukommen. Dann gucken wir uns die nächste Attraktion an. Die ist zwar hammergeil, aber auch ganz schön schwierig. Oh Gott, ist das grauenvoll. Oh Gott, ist das grauenvoll. Aber es ist echt ganz, ganz großes Lob an wen er auch immer das gebaut hat. Ich gucke gleich vorne nochmal, ob es dran steht. Also, wir gehen kurz in die Werbung. Danach machen wir weiter mit unserer sagenhaften Minecraft-Party. Und ich bin auch noch da. Also, bis gleich.